Herzlich willkommen, ich möchte Ihnen einmal kurz das Profi-Handbuch zur EOS 7D vorstellen. Das Handbuch ist in 9 Kapitel eingeteilt. Es startet mit den News, was ist neu an der EOS 7D. Wir stellen kurz die Features vor und geben Ihnen einen Einstieg in Ihre EOS 7D. Dann geht es auch gleich weiter. Welche Grundeinstellungen sollten optimiert werden? Sie sehen die Screens, die Einstellungen, die Buttons, alle unterlegt, alles auf einen Blick erkennbar. Und das zweite Kapitel dreht sich um die Technik der EOS 7D. Wir zeigen einen Überblick an Technologien, an neuen Technologien, zeigen aber auch Vergleichsinfos, geben Tippboxen. Sie erfahren hier zum Beispiel, wie funktioniert der Autofokus mit einem Telekonverter. Also dieses Kapitel Technik der EOS 7D ist nicht abstrakt, sondern praxisbezogen. Sie können die Hintergründe besser verstehen. Wenn Probleme auftreten, können Sie sie im Vorwege einkreisen. Hier sind wir im dritten Kapitel, die Belichtung optimieren. Hier mal ein einfaches Beispiel, aber auch in 3D. Sie können, wenn Sie die 3D-Technik beherrschen, diese Bilder zum Teil dreidimensional betrachten. Also da ist noch eine zweite Ebene in einigen Bildern enthalten. Hier DRI-Technik, nicht ganz. Wie kommen Sie ohne DRI-Technik aus? Hier haben wir mal eine Sonnenuntergangsszene, belichtungstechnisch optimiert. Sie sehen viele Tippboxen, viele Einstellungen, viele Menüscreens. Das ganze Buch ist weder abstrakt noch unnachvollziehbar. Sie sehen hier zum Beispiel mal eben kurz die DRI-Technik. Hier zeige ich Ihnen einiges aus dem Kapitel Belichtung. Es ist das umfangreichste. Fotografie, da sage ich nichts Neues. Heißt malen mit Licht, deswegen Belichtungsoptimierung. Ja, das ist das Steckenpferd der Fotografie. Da gibt es eben auch entsprechend viele Infos. Sie sehen auch neben den Bildern, neben dem Text, Sie sehen die Menüscreens. Hier zum Beispiel Tipps für die Kastenprogramme, kreatives Fotografieren, kontrollierte Bewegungsunschärfen. Sie sehen die genauen Einstellungen, welches Kastenprogramm sollte mit welchen Einstellungen belegt werden. Hier mal ein Nachtscreen, eine Nachtaufnahme, auch ein Beispiel für eine kreative Aufnahme. Gehen Sie mal nachts mit Taschenlampe im Wald, was können Sie da anstellen? Hier Tipps zur High-Key-Aufnahme, besonders schön durch den Live-View-Monitor, auch draußen direkt vor Ort zu erkennen, aber auch nachträglich mit der EDV einstellbar. Das vierte Kapitel, auch nicht minder wichtig, dreht sich um die Bildschärfe, viele Hintergrundinformationen, viele Einstellungen. Ich sagte es bereits, Sie sehen, welche Buttons werden eingestellt, was passiert, wenn man verschwenkt. Ein Thema, was besonders bei Einsteigern Informationsbedarf einfordern kann zumindest. Hier sind wir im Kapitel Video, was passiert, wenn Sie im Video scharf stellen wollen, welche Einstellungen sind optimiert und sollten optimal eingestellt werden. Spiegelvorauslösung. Also es sind auch sehr ambitionierte Themen angesprochen. Autofokus im Servomodus, eine Recherche, die viele Wochen in Anspruch genommen hat. Kompakt, komprimiert, auf einigen Seiten dargestellt, wenn Sie Actionaufnahmen machen. Welche Autofokus-Einstellungen und Custom-Funktionen und Individualfunktionen sind optimal? Hier sind wir im Kapitel Blitzlicht. Was können Sie mit Blitzlicht alles anstellen? Und welche Einstellungen sind wichtig? Wie funktionieren sie in einzelnen Programmen? Aber ich stelle auch hier einzelne Blitzgeräte vor, immer im Hinblick auf die Leistung an der EOS 7D, Master-Slave-Blitzen etc. Das klingt vielleicht kompliziert, aber Sie finden wirklich detaillierte Informationen und Screens. Was ist wie einzustellen? Also ich denke, das sollten auch ambitionierte Einsteiger nachvollziehen können. Hier sind wir in den Themenkapiteln. Hier geht es um Nachtfotografie. Hier auch nochmal Custom-Programme. Welche Einstellungen sind wann optimal? Was legen Sie worauf? Hier sehen Sie alle Step-by-Step-Schritte für Ihre EOS 7D. Hier geht es um Farb,
Gestaltung, Weißabgleich, was sollten Sie beachten, damit der Print auch so rauskommt, wie Sie ihn vor Ort gesehen haben, wie Sie das Bild vor Ort gesehen haben. Hier wieder mal eine Tippbox, Safety Shift, was heißt das eigentlich? Wofür ist das gut? Eine Custom-Funktion, die viele womöglich gar nicht kennen, die aber entscheidende Vorteile bringen kann. Hier sind wir im Videokapitel. Hier stelle ich einige Mikrofone vor. Welche Leistungen bringen sie? Welche Störgeräusche sind zu erwarten? Externe Mikrofone, externe Monitore, um die Schärfe auf einem größeren Monitor kontrollieren zu können. Hier gibt es das Kapitel Makrofotografie. Ich stelle einige Beispiele vor. Was bringt eine Nahlinse? Was bringt der Retroadapter? Was bringt ein Lupenobjektiv? Welche Einstellungen brauchen Sie für die EOS 7D? Hier geht es um die Astrofotografie. Und hier ist ein breit angelegtes Zubehörteil. Welches Objektiv lohnt sich für Ihre EOS 7D? Die ganzen Objektivklassen. Ich komme gleich nochmal zu den Superzoom, die auch relativ beliebt sind. Und zeige mal hier, was ein Superzoom kann. Welche Objektive in dieser Klasse vertreten sind, welche günstig sind, welche Leistung sie bringen, und auch einige exotische Objektive werden kurz angesprochen. Speicherkarten gehören auch zum Zubehör. Welche Leistung bringt welche Speicherkarte an der EOS 7D? Was brauchen sie für Action, für Videoaufnahmen? Welche Leistung, welche Preisklasse ist für sie optimal? Was brauchen sie auf Reisen? Also alles maßgeschneidert für ihre EOS 7D. Auch hier Reinigung, Staubentfernung, welche Methoden sind optimal. Schlussendlich noch das Indexverzeichnis und ein Siemens-Stern. Das ist das EOS 7D Profi-Handbuch. Thank you.